bevor das Video hier losgeht, möchte ich euch ganz schnell auf die Seite knifeskin.com hinweisen. Und zwar ist diese Seite eine Gambling-Seite, wie man es ganz gut erkennen kann, bevor jetzt Leute sagen so, oh mein Gott, er promotet irgendeine Gambling-Seite. Nein, jetzt fällt er auch schon in so ein Raster rein. Keine Sorge, das ist nicht wirklich so etwas wie, dass ich einen Vertrag gekriegt habe, dass ich sozusagen Product Placement über diese Seite machen muss und ich kriege irgendwie 300 Euro oder so von denen geschenkt. Nein, es ist so etwas wie ein Affiliate-Programm. Ihr könnt nämlich unter meinen Link auf dieser Seite gamblen, wenn ihr wollt, und damit bekomme ich ein wenig was ab. Ich glaube, irgendwie immer so 10% von dem Pot oder so. Ich bin mir da jetzt selbst nicht mehr ganz genau sicher. Und damit würdet ihr mich unterstützen, während ihr Spaß habt auf dieser Seite. Wir sehen jetzt hier nochmal ganz gut, wie etwas ausgeraffelt wird. Alles klar, der Dominator hat gewonnen. Alter, das ist richtig lucky eigentlich von ihm gewesen, mit einer 5,15% Chance. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, für das Video gehe ich hier auch einmal rein. Das war sogar ein Early-Ticket, davor war ein Late-Ticket, Mid-Ticket, Late-Ticket. Das Geile an dieser Seite ist halt, dass man mit Low-Skins, die man, also mit Trash-Skins, hier vielleicht sogar mehr Geld draus machen kann. Natürlich bekommt man dann hier auch Trash-Skins von anderen wieder, aber wie gesagt, ihr könnt halt aus Trash-Skins mehr Geld machen, was viele Seiten ja nicht anbieten, weil hier ist, glaube ich, hier mindestens 10 Cent müsst ihr hier draufsetzen oder 0,1 Dollar. Um mitmachen zu können. Und das bedeutet halt, dass sie hier ganz schnell eure Trash-Skins loswerden können und mit etwas Glück sogar mehr Geld machen könnt. Weil ich bin einfach immer der Meinung, dass die meisten Kisten, also ihr könnt auch Kisten natürlich reinsetzen und Trash-Skins, dass ihr die eh nicht mehr braucht und dass ihr deswegen auf dieser Seite hier einsetzen könnt. So, ich würde mal sagen, dass ich jetzt hier einfach mal reingehe. Confirm. Let's go. Mal sehen, wann wir reinkommen. Ich werde auch nur einmal was reinsetzen. Vielleicht werden wir ja gewinnen. Wer weiß. Ich weiß es ja nicht. Der eine hat zum Beispiel knifeskin.com in seinem Namen. Das gibt einen 10 Bonus-Tickets, glaube ich, müsste das sein. Habe ich jetzt alles nicht gemacht. Ich habe jetzt ein paar Trash-Skins hier reingesetzt. Und wollen mal schauen, ob wir daraus irgendwas gewinnen können. Weil ich meine, so gesehen, die Trash-Skins brauche ich ja eh nicht mehr. Und wenn ich die jetzt verliere, ist natürlich auch nichts Großes für mich. Dann ist es auch einfach nur so, okay, meh, meinetwegen. Ich hoffe natürlich auf einen Early- bis Mid-Ticket, wenn ich mir das hier so anschaue. Das wäre, glaube ich, für mich ganz gut, um vielleicht hier gewinnen zu können. Okay, let's see. Vielleicht wird das ja noch was. Let's see, let's see, let's see, let's see. Vielleicht wird das ja noch was. Da ist ein 7 oder knapp 8 Dollar drin. Ja, vielleicht kann man daraus ja irgendwas gewinnen. Ich meine, das sieht nicht gut für uns aus von der Chance her. Aber vielleicht ist ja Babaji gerade mit uns. Ich sehe mich. Ha! Ich habe mich schon wieder gesehen. Nochmal. Kaschon, Kaschon, Kaschon. Ach, schade, um einen Platz. Naja, RIP, schlecht gelaufen. Aber gut, auf dieser Seite, Link in der Beschreibung, abchecken. Und mit etwas Glück, ein bisschen Geld gewinnen. Man sieht sich dann auf jeden Fall im Video. Es kann ja was werden, ey. Na super, was tue ich mich überhaupt an, ey? Der Sonntag war gar nicht mal so schlecht, ja? Und jetzt beende ich den Kacke, oder was? Hello. Hi, guys. Hello. Okay. Einer ist nett. Privat. Oh, Rosen. Ja, Kibauer. Gib dir. Verstehst du diesen Rasspistos? Nö, das ist zu leise für mich. Ja, das finde ich nämlich auch. Ich hoffe, er hat die Bombe nicht gesehen. Boah! Ah. Ach so! Einer ist Door. Oder vor Door. Door Window. Ja! Good game, Purple. Alter, ja, nice one. Schön gemacht. Thanks. Ich hab die Schelle des Grauens gekriegt, ey. Vielleicht ist es Discord, was bei mir das Dicer gemacht hat, ey. Audio. Ei, ei, ei. Mikrofonempfindlichkeit, nee. Volle Pulle. Was? Nein, bitte nicht. Ich möchte, dass du nie mehr in deinem Leben redest. Weil sonst ballerst du mir wahrscheinlich jetzt gleich die Ohren weg. Also wenn du jetzt gerade was sagst, dann kann ich dir sagen, dass ich dich nicht höre, weil ich sehe, dass du dich gerade bewegst in CS, also du sagst irgendwie nichts. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt hat er alles gerippt. Von B.
Okay. Ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, wo der ist, Stevie. War short. Hallo? Ja, hallo. Das war gar nicht die. Das war der Mitte. Aber jetzt ist der gerade CD. Das war gar nicht die Lautstärke, das war einfach nur die Empfindlichkeit, wann das Voice Chat aktiviert wird. Und dann habe ich das voll gelöppt, ganz hochgedreht und dann. Ist auch gut. Ja, fand ich auch. Ja, ich fand das gut. Oh Gott. So. Oh, P90, da hast du wieder deine Waffe. Und da rattert er sofort rein in die gute Stube. Ach so. Ja, 1 HP, Junge, easy. Hat er eine Diegel gehabt? Nee, schade. Na, nette Smoke. Achievement, прошел, нижняя. Counting A. Ey, lang! Nee, in der Smoke. Ach so, scheiße. Smoke. Ja, aber lang geht's ja nicht, weil. Prostitut, da genau. Entdeckt. Richtig, die ist durch die Smoke gepusht. Ja, ich verstehe dich auf jeden Fall. So. Ah, jetzt. So. Wieder lauter. Jo, man sollte mal wieder was Twitch stoppen, ne? Weil die anderen sind inaktiv wieder bei mir alle, außer den Goblin, den kann ich schon mal fragen. Ja, stimmt. Wobei, der Kyle spielt auch gerade CS, aber der spielt Arms ja, Race. Aber er nimmt nichts auf, meine ich. Achso, das meinst du, okay. Ja, wir können mit Kyle auch spielen. Ja, jetzt ist es zu spät. Naja, nächste Runde halt. Jo. Lang, pusht. Gut. Xbox ist Mitte, sagt er. Ich hab für lang geplantet. Wo? Alter, Digga. Wenn du geschossen hast, dachte mir so, weil es eine CT-Waffe ist, ein M4, dachte ich so, scheiße, da steht jetzt einer hinter mir. Mit der AWP. Ja, toll. Der Job, du. Zack, zack. Lass Schlüssel. Kurz. Ja, Standard. Das wäre so herrlich, wenn du jetzt stirbst. Ich treff den nicht. Nice. Ich hab eine Arve gesaved. Who wants the op? Die sind übelst easy, ey. Und da bin ich zu gut oder die sind zu einfach? Ich glaub eher das zweite. You want the op? Weil ich bin ja jetzt auf Dingens LEM abgestiegen, ne? Was? Weil ich die Schnauze voll hab vom Spiel. Ja, ich hätte die Schnauze voll vom Spiel. Okay, hätte ich auch an deiner Stelle. Ich nehm's auch nicht mehr so ernst, wie ich das. Ich nehm das Spiel gar nicht mehr ernst, weil nur noch Hacker rumrennen und denk ich mir immer. Scheiß drauf. Ja, genau, das Problem kenne ich. Und weil ich schon zweimal Global war, denke ich mir immer, naja, hast alles erreicht, was du erreichen wolltest. Oh Gott. Zu lang. Sicher, Scheiße. Dass du wirklich alles erreicht hast? Jetzt. Naja, vielleicht spiele ich bei der ESEA mit hier. Hä? Ne. Und da war links. Ja, habt ihr noch angehittet. Ja, okay, der macht das ein eigenes Ding da oben irgendwo. Ja, klar, spielt halt die Musik noch lauter, CS. Ist in Ordnung. Was ist denn mit der. Wieso. Dein Discord ist ja voll gefüllt. Ich habe jetzt auch zwei Discord-Server, ne? Einmal für die Friends eigentlich und einmal für den Stream. Und der Stream, da ist einer dabei, der hat dort, warte mal. Jo, da habe ich einen, der dort geschrieben hat. Und bei dir geht. Naja, du hast ja. Machst ja auch häufiger was. Bei mir ist es ja so, mein Ständer ist kaputt gegangen vom Mikrofon. Nicht mein Penis. Ach so! Ja. Nein! Ja, boah, Alter, too long. Und der ist morgen dann da, kann ich ihn holen. Und dann können die wieder aufnehmen. Das mache ich auch, denke ich mal wieder. Das wäre gut. Habe ich wieder was zu gucken bei dir auf dem Kanal. Kannst du ja das Stream gucken. Boah, Alter. Ich habe gesehen, dass du einen Stream hast, aber in der Zeit, wo ich nicht gucken konnte. Das war übelst scheiße, der Stream, kann ich ja schon sagen. Dann werde ich mir den schon mal nicht anschauen. Aber 50 Hits, ich weiß, versteh's auch nicht. Jo, ich hab ihn gehittet, anscheinend nicht. Jo, ich hab ihn gehittet, anscheinend nicht. Oh shit, ich hätte planen können, hätte ich bis hier Punkt gekriegt. Echt so? Ich hab ich dir schon erzählt, dass ich einen neuen Stuhl hab? Nee, so ein DX Racer Stuhl. Oh, nicht schlecht.
Weil meiner kaputt gegangen ist, hab ich mir gedacht, das ist jetzt schon der dritte Stuhl, für den ich 60 Euro ausgegeben habe. Jetzt machst du immer richtig und. Naja, ich bin ja so schwer, weißt du. Mollig. Nee, mollig nicht. Ich bin einfach nur 1,95 groß und. Ja. Wiegst ja so um die 95 Kilo. Ja, das stimmt. One is Pete. Ja, genau, das stimmt schon. Ich habe bisher in meinem gesamten Leben nur einen einzigen Stuhl gehabt. Okay, zwei. Der jetzt beim Büro meines Vaters ist. Ach so! Bester Arve Deutschlands kommt wieder aus hier raus. Die sind so, ey, ohne Witz, das ist so durchschaubar, was die machen. Das ist beim Global nicht so. Ja, ich weiß, ich muss es immer mit Global vergleichen hier. Aber am Ende, ich bin halt das gewohnt. Wir plänen zu lang. Oder kommt da jemand? Oh. Hit. Ups. Das geht nicht. Okay. Ey, Alter, der ist im Pit. Im Pit. Ja, ist klar, kurz. Warten wir auf den. Achso, das erinnern wir noch. Ja, deswegen. Jawohl. Was hat der bei sich? Ich hab 11 Kills, wo hab ich denn die her? Ich hab erst 8. Bist ja auch gar nicht schlecht, ne? Für einen Nova 4. Nova 4? 3. Achso, stimmt. Ich hab mit Nova 3, glaube ich, bin ich eingerankt worden, ne? Ja, das ist schön für dich, aber ich hab irgendwie in letzter Zeit, als ich immer mit Timo gespielt habe, nur D-Ranks kassiert bekommen. Das war im Stream die ganze Zeit, nur D-Ranks. Ich hab, glaube ich, an einem Tag 3 D-Ranks mal gekriegt. Ey, bei mir ist es so, wie hast du eine Leitung hast du? 50k. Ja, ich auch. Und bei mir ist es so, dass wenn ich zocke und anfange zu streamen, dass es dann anfängt so zu laggen manchmal so. Ich konnte durch die Smoke schon! Was war das denn? Na, wenn du die Granate schaust und dann durch den Rauch kannst du kurzzeitig durchschauen, aber halt. Alter, ich hab so gebrüllt, dass irgendwas in meiner Lunge aktiviert worden ist. Ramp on. Ich konnte gerade durch diese Smoke glotzen, was war das denn? Die Gegner anscheinend auch. Hey, warum geht denn der Chat auf? Was war das denn? Der Chat ging auf! Du stehst da, lässt dich so absolut abballern von dem Kerl, weißt du? No fucks given. Junge. Nee, wie gesagt, wenn ich anfange zu streamen, dann läuft das Spiel zwar, aber so ab und zu mal kleine Lags, so wie. Das merkt man auch, wenn da die Waffe rauszieht, dass er kurz ruckelt, denke ich mir mal, ja, Mensch, was ist denn das, ey? Da hab ich keinen Bock drauf, ey. Kosmische Strahlen im Osten. Automatisch schlechter spiele ich dann. Und jetzt habe ich mir überlegt, da kommt der Goblin ja vorbei nächste Woche. Lol. Das war der Stan, ey. Und da habe ich mir schon überlegt hier so, ja, du nimmst die Elgato. Ja, bringst du eine Elgato. Boah, der hat die Runde geholt, Alter. BTF. Nice. Wie hat der die Runde geholt? Na, schön. Und jedenfalls habe ich mir gedacht, okay, dann steckst du einfach einmal HDMI an das Notebook ran. Mhm. Vom PC an die Elgato und von der Elgato an was auch immer ans Notebook. Ja. Damit das Notebook mein PC captured quasi. Ah, okay, du willst es dann über dein Notebook laufen lassen. Sowas wie viele gibt es ja, die einen Streaming-PC haben und einen Spiele-PC haben, sowas. Na genau. Und ich mach das halt über mein Kack-Notebook halt. Ja. Damit ich dann absolut sicher bin, dass es nicht an der Performance liegt, weil ich bin ja auch zu faul, mir jedes Mal auf, was weiß ich, 4:3 zu spielen, ey. Das ist sowas lächerlich, finde ich. Ich spiele auf 4:3. Ich weiß, dass du 4:3 spielst, aber das. Aber auch nur, weil du es nicht gewohnt bist, oder? Ja, gut, du bist es gewohnt, ja, deswegen. Und ja, weil die Profis dir das sagen, quasi, ne? Das war ein schöner Frack. Ja, also, nee, ich spiele halt auch 4:3, erstens auch wegen der Performance, das läuft halt auch flüssiger. Ja, hallo, vor allem, wenn ich streame, Junge, oder so. 1060. Ja, das ist ja, du weißt schon, dass CSGO, wobei da bin ich mir nicht so sicher, ich glaube, CSGO ist ja auch kein GPU-lastiges Spiel, sondern CPU-lastiges Spiel, wenn mir das täuscht. Ein bisschen CPU, ja. Was hast du für Int, ne? Ja, Intel Core i5, passt. Warte. Passt. Achso, okay. Ja, dass es passt, weiß ich schon, aber ich habe trotzdem bessere Performance, wenn ich streame und spiele auf 4:3. Oh, schön. Jawoll, beste Arve Deutschlands hier wieder. Nee, jedenfalls kannst du alles reinhauen, das wird gehen bei dir. Jetzt sowieso. Und ich kann dir sagen, das ist übelst geil, so, wenn du auch die Kantenglättung aktivierst, die ist ja GPU-lastig. Mhm.
Die Nvidia FX AA. Scheiße, ist schon geil. Ja, genau, richtig. Das ist wirklich nice. Was sind eigentlich hier jetzt? Shadowplay ist ja jetzt irgendwie was anderes. Das war doch jetzt irgendwie dieses externe. Das heißt, ist ja nicht mehr ein. Das war doch irgendwie so, dass nicht mehr ein GeForce Experience mit dabei ist, sondern dass du das irgendwie jetzt extern hast. Nee, okay, Shadowplay ist ja immer noch in der Experience da drin. Okay, weil ich find's bei mir nicht in der Experience. Be clear. Ist eben noch einer, WTF. Ich bin flashed. Ja, das GeForce, das Shadowplay. 10HP, ist, oh ne. Das Shadowplay ist in der GeForce Experience drin. Inwiefern denn? Ja, wenn du GeForce Experience installierst, hast du auch GeForce Shadowplay. Das ist. GeForce Experience ist quasi das Programm, was Shadowplay beinhaltet. Das Shadowplay ist wie ein Modul, was so dabei ist. Ja, genau, richtig, richtig. Aber wie aktiviere ich das denn jetzt heutzutage? Ja, ist doch bei Einstellungen da. Weil, ja, nee. Bei Aufnehmen hast du dort hier. Was hat mit? Holding Show. Egal, ich fuchs mich da nochmal rein. Oh Gott! Nein, der pusht doch jetzt. Und der peekt nochmal, ey. Solche Repeaks, die gibt's Alter, gar nicht. Two on A. Ein A. One is on spot and one was on CT. Spot? Fucking British accent. Alter, Timmy! Ich dachte gerade, Alter, was geht denn jetzt mit dir, ey? Aber ich hab, weißt du, den schweren Schuss hier, wo der Jump treffe ich, aber den leichten dann halt unten, denkst du, oh ey. War aber auch schwer. Das war schwer. Es war schon eine Leistung von dir. Hat ja dann gepasst am Ende. Wie habe ich eigentlich 32 Punkte? Wie oft habe ich denn die Bombe geplantet, dass ich 32 Punkte habe und der erste ist Gegnerteam 15, obwohl uns nur 4 Frags auseinanderteilen? Oh nein, die Counterflashen. Ich habe direkt reingeschaut. So, was ist jetzt dieser Kavshus-Plan? Dahinter wird einer sitzen. Dann. LOL! Du hast durch ihn durch? Die flashen halt rein. Wie die Irren. One is window. And one is door. Heißt mal door. It one. Leckt das Spiel gerade ein bisschen. Ich guck Window gerade rein. Tja, dann guck ich Doors halt. Was? Mein Spiel hat gerade voll geleckt. One is in front of Window. Der hat mich geholt, wie auch immer. Egal. Alter. Bist heute irgendwie on fire. Ist gut. Ja, das ist gut. Dann kann ich dann später, spiele ich dann nochmal eine Runde wahrscheinlich Dingens hier. Ja, genau. Ich weiß sofort, was du meinst. Hier, achso. Spielst du Clash Royale? Nein. Gottes Willen. Hab ich mal, ja. Also sehr, sehr aktiv sogar mit meinem Schwager. LOL. Ein Heady durch die Mitte. Ja. Ja, Clash Royale ist aber ganz cool, ne? Ich hab das bis gestern quasi, oh, nice. Hab ich auch so komisch geguckt, dachte mir, na, kenne ich, aber ist nichts Besonderes, aber immer gespielt und schon... Ich hab's auch schon gespielt, aber ich fand's unglaublich kacke. Es hat aber gereicht für mich, dass sie mich süchtig gemacht haben. Die Wichser. Kannst ja verklagen, vielleicht kriegst du ja auch was. Ja. Also in den USA hat sowas ja mal geklappt. Ich weiß nicht mehr, was genau war. Da hat irgendeine Frau oder so $60.000 gekriegt wegen was richtig Lächerlichem. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Aber das war auch sowas Ähnliches, was richtig extrem Lächerliches. Vielleicht klappt es ja auch bei dir. Nice. Was hat er gesagt? Biest jetzt? Biest jetzt. Ist klar, der Thomas will also nicht die Arme haben. Ich hab nur Zucker verstanden. Bittera Zucker bliert in den Nachhui. Ja, lass die Bombe da ruhig. Wir fahren ja voll drüber, ist mir gar nicht aufgefallen, ey. Der spielt nie wieder! Der spielt nie wieder! Der ist jetzt mad! Oh nein, da ist ja noch einer!
Ich sterb jetzt. Ich renn mit dir rein hier. Ja. Du bist einer CT. Wenn ich den jetzt hier durchhole, ne? Just nein! Prank. Es hat geleckt! One is window, one should come for doors. Oh, бля. Не на Миксе прошу, хабай. Пину заходи, у вас двери будет. Ну, was macht der? Der will den knifen! Dein Mate! Блядь, okay. Один, короче, мне бан был за то, что я много человек раскипал на 24 часа. Alter, und die labern und labern und labern und labern. Die können auch nicht mit Ava getauscht. Ava mit Ava getauscht. Alter! Ich mute die mal ganz schnell. Warte, ich mute die jetzt hier alle mal eben ganz schnell durch. Die labern mir viel zu viel Kauderwelsch. So schöne Ruhe jetzt eingekehrt. Ey, der Blaue hat halt nicht aufgehört zu labern, ey. Ich hab's jetzt alle durchgemutet. Oh Gott, Alter, was werfen die hier alles rein, Alter? Ja, weil wir jetzt die ganze Zeit B gekommen sind. Bombenstimmung hier. Okay, da ist irgendwie keiner. Wo sind die Gegnerz? Einer ist doch safe noch B. Das war's. Boah, das war wie aus so einem schlechten Film. Boah, das kam mir von B. Ach, das gibt's nicht. Ich guck B hoch, kommt keiner, ich guck Mitte rein, kommt der B raus. Natürlich. Schön. Das war der, der vom B eigentlich kam. Jawohl! Alter, wieso hat denn der das gekaut? Wieso hat denn das gewusst? Oder hat das der von kurz gehört? Das weiß ich nicht, weil ich hab auf dich halt geglotzt. You are using Hacks, ja, ja. I go B. Just the regular Smurf. Ja. Stimmt eigentlich. Du bist ja eigentlich ein Smurf. Wobei, die werden da eh nicht kommen. Oh doch, die sind Suicide runtergerusht. Also zumindest zwei. Und einer hat jetzt eine Nate des Jahrtausends gefuttert. I think it is not clean game. Mhm. Und auch nicht so wirklich clean Englisch, Alter. Ich guck halt direkt in meine eigene Flash. One is upper mid. One is short. Ich guck halt in meine eigene Flash rein, Alter. Warum mockt die wieder? Ja, weil der. Weil er geschrien hat, helf mir, helf mir! Und ich gesagt, na, hab ich ja geholfen. Ist gut, wenn man Mates hat, die Russisch können. Also ich meine, so ein bisschen Russisch kann ich auch, aber. Aber auf gar keinen Fall so viel Russisch, dass ich überhaupt mich verständigen könnte. Short. Ja, dass du Russisch kannst, das weiß ich ja, ne, Dimitri. Dimitri, Subaki, 30 Jahre. Wir sind hier nicht bei einer Partnerbörse, ja? Oh, CT. Ja, spiel das Hiding Game. Wenn der Gegner dich nicht sieht. Ah, nee, warte. Wenn du den Gegner nicht siehst, sieht er dich auch nicht. Bombe ist implanted. Die Bombe ist lang. Oh. Oh, 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 Disrespect, Junge! Total Disrespect, Alter! Alter, ich hab 11 MVP-Sterne, wenn das jetzt kein Uprank ist, dann will ich das auch nicht mehr. Wup, wup, this is the sound of the police. Ich meine jetzt auch hier den Disrespect, erstmal nur Deagle gekauft, zweite Runde Deagle. Und die flog ein bisschen hoch. Die Flash. Lang Flashes. Du bist der Einzige! Ich komm von hinten, du Homo. Okay. Kurz ist noch clear. Kurz ist noch clear. Aber inner war lang halt. Okay. Einer ist noch lang, Box hier.
Alter, der spielt nie wieder. Der wird so deinstallieren nach diesem Match, ne? Oh shit. 58 HP in front of long. Der Typ wird niemals mehr CSGO anfassen, Lower Tunnels. Oh, ich dachte, es wäre schon Gegner. Alter, 16-1. Was ist denn das jetzt hier für ein Match? Ich bin abgerankt. Was? Ich nicht, Alter. Was ist das für eine Verarsche? Na, hallo, Alter. Ich hab ja gerasiert die Runde, ey. Ja, ich war auch nicht schlecht. Und ich hab so viel... Alter, alle waren MG. Was ist das denn? MG2. Alle waren MG. Außer noch Thomas und ich, weißt du? Wieso bin ich nicht... Wieso hab ich kein Upgrade? Nachdem ich so viele D-Ranks... Ach, Mann, ey. CSGO, ey. Mann, ey, scheiß die Wand an, ist das eine Scheiße. Scheißegal, ob ich einen Upgrade kriege oder nicht. Können wir überhaupt noch gemeinsam spielen, ey? Das wäre jetzt legendär, wenn es nicht mehr gehen würde. Na, das wäre nicht so legendär.